Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar ist es A Place to Belong von Lilly Lucas. Das ist der dritte Band der Sherry Hill-Reihe. Und ja, ich war mega gespannt wieder. Es ist so wie so eine Art Nachhausekommen. Ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, dass ihre Green Valley-Reihe besser sein soll. Ich habe diese Reihe noch nicht gelesen, deswegen kann ich diesen Vergleich nicht anstellen. Mir gefällt diese Reihe ziemlich gut. Ja, wir sind wieder, also es wird auch im vierten Band erscheinen, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Der erscheint nämlich schon August, also so lange ist es nicht mehr hin. Und ja, diesmal geht es um Magnolia. Was es mit Magnolia auf sich hat, müsst ihr natürlich selber herausfinden. Aber Magnolia ist, so viel kann ich euch sagen, Journalistin. Und ja, sie hat ein Geheimnis, was gleich so in den ersten paar Kapiteln ja, herausgefunden wird, beziehungsweise man selber dann schon weiß. Und daraufhin fährt sie zu dieser Sherry Hill Farm, weil sie da auf Antworten erhofft. Ja. Und weil sie aber jetzt nicht so direkt diese Antworten bekommt, aber sie einen anderen andere Möglichkeit hat, vielleicht hintenrum an diese Informationen zu kommen, nimmt sie natürlich, dass sie Journalistin ist, natürlich schiebt sie das vorne hin. Was natürlich, ja, unserer Familie auf der Sherry Hill Farm sehr zugute kommt, da sie ja natürlich gehofft haben, von dieser Zeitung, wo sie freie Journalistin ist, ein Interview zu bekommen, beziehungsweise eine Reportage über ihre Baumhaussache, die wir natürlich schon im ersten Band sozusagen hinten mitbekommen, dass diese so geplant ist und dass die so langsam aufgebaut wird. Und damit die so ein bisschen mehr Besucher nach Sherry Hill lockt, damit die Farm weiterhin bestehen kann und auch finanziell weiter ausgebaut und aufgebaut werden kann, da ja auch sehr viele Kosten entstehen, weil ja auch Geräte kaputt gehen, die müssen repariert und ausgetauscht werden und dann müssen auch die Arbeiter bezahlt werden, die damit helfen, die Erntehelfer und so. Und genau, deswegen kommt das der Familie sehr zugute, dass auf einmal eine Journalistin ist und diese Journalistin hat natürlich vorher schon im Örtchen eine Pause gemacht und hat einfach mal so schnell einen Bericht aus dem Ärmel gezogen, da der Abgabetermin natürlich am selben Tag war und ja, sie den ziemlich zügig abgeben musste. Und dieser Bericht handelte von Eichhörnchen. Und dort hat sie natürlich einen jungen Mann kennengelernt, da sie sich das Netzteil von ihm leihen musste für den Laptop, damit dieser nicht ausgeht. Und ja, dann stellt sich halt heraus, dass dieser Typ, den sie da in diesem Café kennenlernt, natürlich einer von diesen Arbeitern ist auf dieser Farm. Und dadurch lernen sie sich natürlich noch ein bisschen kennen. Und ja, wie das so ist, beide haben so Geheimnisse und erst mag er sie auch, dann stellt sich aber heraus, dass sie Journalistin ist und er geht so ein bisschen auf Vorsicht, da er natürlich nicht so viel von Journalisten hält. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr lustig, sehr schön gemacht. Also mir hat es wirklich richtig toll gefallen. Und wir haben dann auch wieder 5 Monate später am Ende, was dann so passiert ist. Wir haben diesmal ihre Sicht, also Magnolias Sicht komplett. Und ja, es war natürlich auch mal schön, so ein bisschen mehr auch über diese Arbeitersituation, wie das da so gehandhabt wird, dass es dann natürlich auch immer so ein bisschen kriselt und noch Probleme mit sich hat und das natürlich noch nicht ganz so funktioniert und noch keinen so einen guten Ruf hat. Dann natürlich auch wieder so ein paar Problemchen, was die Farm und was sie da gerade so treibt. Natürlich sind auch die vorigen Schwestern mit dabei und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es im vierten, um wen sich da dreht, A Place to Shine. Ich habe schon so eine Vermutung, das ist, wie hieß sie? Ich glaube,
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß. Aber auf jeden Fall, die eine Schwester ist ja mit dem Typen, mit dem Flynn, ziemlich gut befreundet. Und ich glaube, dass es im vierten um sie geht. Ist natürlich nur eine Vermutung. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und sie erstmal noch gar nicht drankommt. Aber ich habe so eine Vermutung, dass sie als nächstes dran ist. Mit ihrer Geschichte. Also ja, da bin ich schon ziemlich gespannt. Ich bin natürlich auch froh, wenn ich im August wieder zurück nach Cherry Hill reisen kann, um ja zu hören bzw. zu lesen, wie es allen so geht, was sie gerade so machen, was sie so erleben, was alles noch so passiert ist. Und ja, da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Das Ganze habe ich jetzt mit 4,5 Sterne bewertet. Ich mag die Bände. Ich finde auch die Gestaltung richtig, richtig hübsch. Und in jedem Band ist ja vorne immer so der Name von der weiblichen Person drinne. Und dieser Name hat halt immer irgendwas mit Blumen zu tun. Jeder von den Schwestern hatte ja immer so einen Blumennamen. Ja, das war sozusagen. Also, was es mit diesem Blumennamen auf sich hat, das erfahren wir natürlich auch. Und ich freue mich schon riesig, wenn es weitergeht. Also meine Vermutung ist es halt, dass es die beste Freundin von Flynn ist. Das ist die Schwester, eine von diesen McCarthy-Schwestern. Und das ist meine Vermutung, dass es ja sie im vierten Band drin vorkommt. Ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich gewesen und es hat sehr viele Höhen und Tiefen und sehr viele Emotionen, die darüber kommen, egal in welche Art und Weise von Emotionen. Also ja. Deswegen. Achso, und das Büchlein hat 327 Seiten, falls ich es vergessen habe, zu erwähnen. Und die Kapitel sind natürlich wieder wunderschön gestaltet mit diesen Blümchen. Ja. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch das Buch wie immer verlinkt. Da könnt ihr euch den Klappentext durchlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!